Und damit begrüße ich euch heute zu diesem neuen Flüssigwachs-Vergleich. Und zwar habe ich mitgebracht einmal das Chemelgeist Butter Wet Wax. Das kostet auch so ungefähr um die 20 Euro. 473 Milliliter sind hier in der Flasche drin. Und ein sehr, sehr neues Produkt, eine neue Marke, die vielleicht auch mal nach Deutschland kommt. Und zwar vom Greg Masterson. Der hat mal bei Chemelgeist gearbeitet und da die Promotion-Videos mitgedreht. Die kennt ihr alle, die auf dem Chemelgeist-Kanal zu sehen sind. Und er hat hier seine eigene Produktlinie rausgebracht. Und zwar Mastersons. Und hier habe ich mal das Canova Wax, das Original Canova Wax mitgebracht. Und die beiden werden wir uns heute mal direkt im Vergleich anschauen. Wir nutzen nochmal das schöne Wetter. Hinter mir wird schon weiter gewaschen und wir testen heute mal diese beiden flüssigen Maxe mit Canova-Anteil. Haben sie eine schöne Farbauffrischung? Erzeugen sie ein schönes Ablaufverhalten? Bilden sie einen kleinen Schutz aus? Ich bin gespannt. Wie immer schauen wir uns am Anfang das Abperrverhalten vorher an. Ich werde jetzt einfach mal die Fläche ein bisschen einsprühen. Hier ist wirklich nichts weiter drauf. Wir haben ganz, ganz flache Tropfen. Lars nimmt derweil hier mal die Tropfenform in die Kamera. In der Zeit sprühe ich auf der anderen Seite etwas Wasser auf. Ja, das sieht ihr ganz deutlich. Keine schöne runde Form, jede Menge Ecken. Liegen auch richtig schön auf der Fahrzeugoberfläche drauf. Und auch hier habt ihr ganz große, eckige Perlen. Gleiche Voraussetzungen für beide. Genau, jetzt mache ich auch nochmal das Sheeting. Auch hier Wasserfilm. Zieht sich gleichmäßig langsam zurück. Bleiben auch hier kleine Wassertropfen übrig. Und schauen wir auch nochmal hier auf die Seite. Und auch hier kleben richtig die Wasserperlen auf der Fläche drauf. Und ihr könnt euch ja noch erinnern, wir sind ja mit dem Ibiza hier durch die Waschanlage durchgefahren. Da war ja auch kein Wachs oder so Bestandteil der Wäsche. Also hier ist wirklich alles runtergerieben. Verlinke ich euch auch nochmal an der Oberseite. Also hier keine Versiegelung drauf. Und damit perfekte Voraussetzungen für einen direkten Vergleich dieser beiden Flüssigwachs. Und dann beginnen wir hier mit dem Mastersons Original Canova Wax. Ich halte mich genau an die Infovideos, das heißt, ich schüttel das Ganze nochmal richtig schön durch. Das soll nach dem Auftragen, nach dem Verteilen 5 Minuten lang ablüften. Deswegen beginnen wir damit. Da können wir dann in der Zeit das Butter Wet Wax nutzen. Und ich mache das genauso wie im Video. Der Greg macht ungefähr die Menge auf das Pad drauf. Ich habe sogar dasselbe Applicator Pad mit. Stellt derweil die Flasche hier auf den Boden ab. Und dann könnt ihr das wirklich ganz entspannt verteilen. Und ich halte mich jetzt ganz genau an das Video. Auch der Greg im Promotion-Video nimmt wirklich ein bisschen mehr von diesem Canova-Wachs. Trotzdem achte ich natürlich darauf, dass ich das komplett verteile. Das geht auf jeden Fall ohne Probleme, vor allen Dingen mit diesem Applicator-Pad hier aus Mikrofaser. Bildet hier so einen ganz leichten Schleier aus. Ich habe eigentlich alles erwischt. Ich mache nochmal so einen kleinen Kreuzstrich hier oben an der Kante lang. Während hier das Mastersons Canova Wax ein bisschen ablüften, ein bisschen abtrocknen kann, schauen wir uns hier drüben das Butter Wet Wax an. Das hat einen ähnlichen Preis. Schüttel ich auch nochmal richtig kräftig durch. Hier auf der Oberseite werde ich das auf der trockenen Lackoberfläche auftragen und hier unten werde ich das noch ein bisschen einsprühen, denn das kann man laut Chemelgeist auch auf einer leicht angefeuchteten Fläche verteilen. Erstmal hier oben in dem Bereich mache ich mir so eine kleine Menge drauf, reicht völlig aus, und verteile das erstmal hier mit dem Mikrofaserpad auf der Fläche. Mache ich mir ein paar Streifen drauf, um das grob zu verteilen. Auch das lässt sich ohne Probleme verarbeiten. Und hier wird keine Ablüftzeit vorgegeben. Deswegen, wie auch im Video zu sehen, werde ich das direkt mit einem Mikrofasertuch wieder auspolieren. Geht auch soweit komplett problemlos, bleiben keine Schlieren zurück. Hat auf jeden Fall einen angenehmen Geruch, leicht süßlich. Gucke ich mal drüber, ob keine Schlieren mehr da sind. Nein, alles gut. Und hier unten in dem Bereich werde ich die Fläche ein bisschen nass machen. Auch da gebe ich mir so einen kleinen Punkt auf die Fläche drauf. Und verteile das jetzt wirklich großzügig auf der Fläche.
durch das Wasser wirkt das Wachs gleich noch ein bisschen milchiger. Hier, ihr seht, das ist auch von der Farbgebung her dann so ähnlich wie das vom Greg Masterson. Ja, also das lässt sich wirklich ganz easy verteilen. Einfach darauf achten, dass ihr alles 100% erwischt habt. Und auch hier klampe ich mir direkt das Mikrofasertuch, eine ganz frische Seite, und nehme jetzt die überflüssigen Rückstände noch auf. Es geht auch komplett problemlos. Ja, solche Flüssigwachse lassen sich eigentlich immer generell sehr gut von der Fläche wieder auspolieren. Also vom Verarbeiten her haben sie sich wirklich komplett gleich verarbeiten lassen. Ich gehe mal vorsichtig mit dem Finger drüber. Fühlen sich auch komplett identisch an von der Glätte her. Wir warten jetzt noch 2 Minuten, bis das Canova Wax von Mastersons hier richtig abgelüftet ist. Ich schaue mal vorsichtig nach mit dem Finger. Ja, es fühlt sich schon sehr, sehr trocken an. Wir haben auch heute ein bisschen mehr Wind, deswegen geht das wirklich ein bisschen schneller. So, und jetzt geht es los. 5 Minuten konnte es richtig antrocknen. Ich schaue mal ganz vorsichtig mit dem Finger nach. Ja, fühlt sich auf jeden Fall sehr trocken an schon. Lässt sich auch jetzt hier wirklich ein bisschen schwieriger von der Fläche runternehmen. Ich mache das immer erstmal so ganz grob. Ja, man merkt, das haftet schon ein bisschen stärker jetzt nach der kleinen Antrocknungszeit. Jetzt auf jeden Fall nochmal eine ganz frische Tuchseite und dann richtig schön in kreisenden Bewegungen auspolieren. Ja, komplett erledigt. Und jetzt schauen wir mal an, ob wir hier irgendwelche Unterschiede feststellen können. So, und damit geht es los. Ich nehme jetzt mal das Klebeband ab. Ganz vorsichtig natürlich. Jetzt poliere ich hier noch die kleinen Rückstände von der Fläche runter. Ja, an den Rändern haftet dann immer noch so ein bisschen Wachs, wenn ihr diese Klebebänder einsetzt. Aber das müssen wir ja machen, um wirklich den Unterschied für euch besser sichtbar zu machen. So, ja, sieht gut aus. Und jetzt schauen wir mal nach. Ich schaue es mir selber nach, ob ich hier irgendwelche Unterschiede feststellen kann. Also ich sehe hier in der Mitte keine Streifen, keine Farbauffrischung. Auch hier drüben zwischen trockener Auftragsweise und mit leicht angefeuchteter Lackfläche auch hier 0 Unterschied zu sehen. Ich sehe hier überhaupt keine Grenzen mehr, keine Übergänge mehr. Es ist nichts zu erkennen. Keine Farbauffrischung hier vorhanden, kein tieferes Schwarz. Also das Butter Red Wax kann hier erstmal vom Glanz her, von der Farbauffrischung nicht weiter überzeugen, weil es sieht genauso aus wie die komplett unbehandelte Fläche. Ich sehe hier 0 Unterschiede und jetzt schaue ich mal hier beim Mastersons Canova Wax. Ja, auch da absolut gar nichts zu erkennen. Auch hier keine Grenzfläche, keine Übergänge. Ja, leider sehr ernüchterndes Ergebnis. Und damit können wir uns jetzt eigentlich noch direkt das Abperlverhalten anschauen. Lars ist ja jetzt auch nochmal mit der Kamera drüber gegangen. Es ist nichts zu erkennen. Egal, ob sich hier der Himmel oder das Dach von der SB-Box spiegelt, hier ist kein Unterschied wahrnehmbar. Und damit hier zum Thema Farbauffrischung. Da gibt es leider 0 Punkte von mir bei beiden. Kein positives Ergebnis. Von der Verarbeitung her lässt es sich wie eigentlich die meisten Flüssigwachse sehr, sehr gut verarbeiten. Das Canova Wax hier von Mastersons, das habe ich ja noch 5 Minuten ablüften lassen. Deswegen hat es sich leicht schwieriger abpolieren lassen. Aber es bringt am Ende keine Verbesserung. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal das Abperlverhalten an. Auch hier nochmal die Flasche auf Spray gestellt. Und jetzt sprühe ich erstmal den Bereich richtig großflächig ein. Ja, ihr seht, wir haben heute richtig kräftigen Wind. Ich hoffe, das funktioniert heute mit dem Ton. Lars nimmt erstmal hier die Tropfen auf. Ich gehe derweil auf die andere Seite. Also wenn ich mir das hier so anschaue, die kleinen Tropfen bilden noch eine schöne runde Form aus, aber sobald die Tropfen etwas größer werden, habt ihr auch hier wieder sehr, sehr eckige Formen. Wenn wir das mal mit einer Versiegelung vergleichen oder einem guten Detailer, kann es nicht mithalten. Aber das wird auch eigentlich gar nicht so von den Produkten angegeben, dass sie hier eine schöne Versiegelung auftragen. Aber wir wollten es ja mal mittesten, weil wenn diese beiden Wachse vom Glanz her keine Verbesserung bringen, keine richtig schöne Farbauffrischung, dann
würden Sie ja vielleicht wenigstens noch beim Lackschutz hier den einen oder anderen positiven Punkt rausholen. Aber wenn ich mir das so anschaue, kann mich auf jeden Fall das Produkt nicht überzeugen. Vor allen Dingen für den Preis, es ist wirklich zu teuer. Ich gehe jetzt auch nochmal hier mit dem etwas größeren Wasserschwall drüber. Also man wird, es wird ganz deutlich, hier bleibt noch jede Menge Wasser zurück. Ähnliches Bild wie der komplett unbehandelte Lack. Auch hier nochmal. Beim Chemical Guys sieht das eigentlich genauso aus. Ich finde hier, der Unterschied ist nicht wahrnehmbar. Auch hier die großen Tropfen hier oben in dem Bereich, die bleiben alle liegen. Normalerweise bei einer guten Versiegelung läuft das nach unten. Aber die beiden Flüssigwachse sollen ja keine Versiegelung beinhalten. Also das kann ich euch schon mal bestätigen. Thema Versiegelung 0 wird auch nicht so angegeben. Aber von der Farbauffrischung her ist ja auch nichts weiter zu erkennen. Deswegen finde ich es ein bisschen ärgerlich. 20 Euro für so einen Flüssigwachs. Man könnte das jetzt noch mit irgendwas zusätzlich versiegeln oben drüber. Aber wenn hier so ein Standalone-Produkt schon keine positive Leistung bringt, ja, dann kann ich es auf jeden Fall euch nicht weiterempfehlen. Und auch hier schnappe ich mir nochmal den Hochdruckreiniger und wir testen nochmal das Speeding und das Sheeting. Ja, Wasserfilm reißt auf jeden Fall etwas schneller auf. Aber die Wassertropfen kleben regelrecht auf der Lackfläche drauf. Minimale Verbesserung, aber das kann bei Weitem nicht mit irgendwelchen anderen Detailern oder Versiegelungen mithalten. Also wenn ihr hier ein Produkt sucht, was wirklich effektiv euch einen Schutz auf den Lack draufbringen soll, was auch ein bisschen Schmutz und Wasser abhalten soll, dann kann ich euch die auf jeden Fall nicht ans Herz legen. Lassen sich zwar super verarbeiten, aber von der Leistung her ist es einfach zu viel Geld. Die Wassertropfen sind super eckig und jetzt selbst mit ein bisschen Wind hier, wenn die nicht mal von der Lackfläche runtergepustet, bewegen sich zwar, aber kleben regelrecht auf der Fläche drauf. Und von der Farbveränderung habt ihr das ja schon vielleicht ja nicht erkannt und ich kann es auch nicht erkennen. Keine Veränderung. Und damit können wir eigentlich schon direkt zum Fazit kommen. Ich hole die beiden nochmal ran. Also das Butter Wet Wax von Chemical Guys und das Mastersons, das kann ich eigentlich nicht weiterempfehlen. Das ist einfach viel zu teuer und für euren Gebrauch auch nicht unbedingt sinnvoll. Sucht euch lieber eine gute Versiegelung, sucht euch ein schönes Hartwachs, mit dem ihr die Fläche wirklich schön versiegeln könnt. Da habt ihr auch ein super Abhärverhalten. Aber hier für die Show oder so, selbst da gibt es wirklich sprühbare Produkte, die wirklich ein besseres Ergebnis zeigen. Wir haben verschiedene Detailer euch gezeigt, die eine schöne Farbauffrischung hervorgerufen haben. Dafür sind sie eigentlich da. Die sollen ja hier so einen Wet Look erzeugen. Ja, den einzigen Wet Look, den ich hier bekomme, ist, wenn ich hier mit Wasser auf die Fläche drauf sprühe. Mehr Wet geht eigentlich schon nicht mehr. Also die beiden Sachen können mich auf jeden Fall nicht überzeugen. Sowohl das Chemical Guys Butter Wet Wax als auch das Mastersons Canova Wax. Einfach zu viel Geld und für den normalen Hobbyanwender keine Empfehlung. Das Einzige, was bei den Produkten uns etwas positiv aufgefallen ist, dass das Sheeting, das heißt das Aufreißen des Wasserfilms, das ist ein bisschen schneller geschehen, aber das kann trotzdem nicht mit anderen Produkten mithalten. Und darum schreibt mir mal eure Erfahrungen unten zu den beiden Produkten in die Kommentare rein. Habt ihr vielleicht eins von den beiden schon eingesetzt und könnt da mal berichten. Also von mir gibt es für die beiden keine Empfehlung, freue mich aber wie immer über einen Daumen nach oben von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.